Ihr werdet euch noch wundern, was ich euch zeigen kann. Touristen-Hotspot Stephansdom und auch den Rathausmann. Aha. 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 Und sehen mich die Leute mit großen Augen an, dann sag ich, hey ihr Lieben, ich bin der Kameramann. Für Okto da im Kabel, da mach ich eine Show, die zeigt euch bisschen was von Kunst, Kultur und so. Für Okto da im Kabel geht Stadtstreicher auf Tour und bringt euch Mensch und Tier mal nah mit mächtig viel Bravour. Im 19. Bezirk in der Nähe des Gürtels bzw. in Unterdöbling dominieren sehr viele dieser wunderschönen Villen, Großvillen, natürlich Mehrfamilienhäuser. Aber es gibt auch schon die Gemeindebauten und bei einem dieser Gemeindebauten entdecken wir diesen sitzenden Knaben, genauer gesagt in der Weimarer Straße 110. Hatten wir diesen Herrn nicht schon im ersten Teil, einen Schäfer? Es gibt ihn in ähnlicher Ausführung nochmal in der Hutweidengasse. Der Kindergarten in der Obkircher Gasse 8 hat auch schon einige Jährchen auf dem Buckel, wenn man betrachtet, unter welchem Bürgermeister er gebaut wurde. Kleine Preisfrage. Wer von diesen vier in der Börnergasse 15 ist der Dirigent? Und auch das ist der 19. Bezirk in der Weinberg-Siedlung, die Weinbergkirche, und zwar eine evangelische. Ja, und dieses eher schlossähnliche Gebäude nennt sich nur Daringer Hof, steht in der Sieveringer Straße, Ecke Daringer Gasse. Und hat sogar eine eigene Automobilgarage. Und das schon zur damaligen Bauzeit. Und gleich gegenüber steht dann das Daringer Kreuz, das von Hans Daringer, und zwar schon 1606, gestiftet wurde. Ecke Armbrustergasse, Probusgasse, finden wir diesen Bildstock von Maria. Und gleich gegenüber, vor dem Haus Probusgasse 6 bis 8, dieses Denkmal zu Ehren Dr. Bruno Kreiskis. Die Heiligenstädter Kirche ist eng mit Ludwig van Beethoven verknüpft, der ja in Heiligenstadt viele Jahre seines Lebens verbrachte, vor allem die letzten, und daher auch viele Beethoven-Spuren in Heiligenstadt zu finden sind. Ja, und im Gegensatz zu dieser Statue des heiligen Nepomuk vor der Heiligenstädter Kirche ist jene des heiligen Florian aus Holz gefertigt.
An der Hausmauer Grinzinger Straße 104 entdecke ich dieses Mosaik und das könnte ja durchaus irgendwas mit der Donau zu tun haben. Kennt ihr den? Wir Wiener Wäschermädeln wollten weiße Wäsche waschen, wenn wir wüssten, wo weiches, warmes Wasser wäre. Und wo finden wir dieses Wäschermädel? Heiligenstädter Straße Nummer 89 ist ihre Adresse, wer sich was mit ihr ausmachen möchte. Der Heilige, der das Jesuskind auf den Schultern trägt, das ist Christophorus und wir finden ihn an der Heiligenstädter Straße 123. Dieses wunderschöne Mosaik finden wir an der Heiligenstädter Straße 137. Ich tue mir etwas schwer, was es darstellen soll, aber es könnten einfach auch Szenen aus dem täglichen Leben sein. Lust auf eine besondere Wohnadresse? Im 19. Bezirk kann man in der Kindergartengasse wohnen. Nun, er ist nicht der größte oder am meisten bevölkerte, aber immerhin der längste zusammenhängende Wohnbau der Welt, nämlich der Karl-Marx-Hof in der Heiligenstädter Straße. Haustiere haben wir hier, nämlich Pferde und Rinder, zu finden in der Heiligenstädter Straße 141 bis 145 im dortigen Gemeindebau. Der einfache, aber wirkungsvolle Name dieser Plastik, die aus Stein besteht in Wirklichkeit, ist zwei Männer im Gespräch und das tun sie vor der Heiligenstädter Straße 155. Leider momentan geschlossen ist dieser Robinson-Spielplatz oder genauer gesagt die Robinson-Insel, ein Abenteuerspielplatz in der Greiner Gasse 7. Arbeit nennt sich dieser Pfeiler mit Reliefs in der Heiligenstädter Straße 163. Einfach mitlesen. Diese Skulptur findet sich an der Heiligenstädter Straße 157. Ja, und nun sind wir im Kallenberger Dorf angelangt und da finden wir zunächst einmal am St. Georgsplatz 2 diese Wandmalerei in Erinnerung an die zweite Türkenbelagerung 1683. Und mit einem kleinen Kameraschwenk entdecken wir das Donauweibchen in Erinnerung an die Sage.
Geschaffen wurde es nach einem Entwurf des akademischen Künstlers Wolfgang Hutter. Dieser Turm gehört zur Kahlenberger Pfarrkirche am St. Georgsplatz 1. Und in dieser Kirche hat früher der berühmte Pfaff vom Kahlenberg gepredigt und dieser war auch geistlicher Spaßmacher am Hofe Herzog Ottos des Fröhlichen. Logisch, wenn er solche Spaßmacher hatte. Passiert ist das Ganze im 14. Jahrhundert. Wie Grinzing ist auch Nussdorf natürlich ein heurigen Ort und das sieht man an dieser Winzerin im Gemeindebau Greinergasse 36 bis 40. Und wer keine Vorstellung hat, wie Grinzing aussieht, hat an der Grinzinger Straße 133 den passenden Plan dazu. Ein kleiner Bär mit großen Ohren, das ist mein Talisman. Wer kennt dieses Lied? Nun, es stammt von diesem Mann, der auf diesem Denkmal zu sehen ist. Horst Winter an der Heiligenstädter Straße 155. Dieser stehende Jüngling steht in der Hamostraße 2 bis 4 Ecke Zeltesgasse. Dieses Turmspitzel gehört zur Neustifter Pfarrkirche St. Trochus, die neben dem Hauptportal Petrus und Paulus und neben dem Hintereingang quasi Antonius von Padua und Karl Borromeus als schön ausgeführte Statuen hat.